Ja, hi, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Kingdom Hearts Birth by Sleep Final Mix. In der letzten Folge haben wir Radiant Garden abgeschlossen. Und ja, wir haben wieder drei Welten vor uns. Die nächste, die wir natürlich besuchen, ist wie immer Disney Stadt, wo ja ein bisschen schneller die Zeit vergehen müsste eigentlich. Weil ja, wir müssen immer nur ein Minispiel machen und dann können wir wieder gehen. Also mal gute. Okay. Ich habe keine Kommandos ausgerüstet, fällt mir gerade ein. Ja, ich habe offscreen ein bisschen auf dem Kommandobrett was gemacht, um meine Kommandos hier zu leveln. Und ja, geh da nicht hin. Ich habe keine Kommandos ausgerüstet. Ich habe die alle weggemacht, damit ich die gleich fusionieren kann, aber habe ich voll vergessen. Was? Das ist voll die Fahrerflucht, ey. Und die stehen auch einfach auf der Straße oder auf der Rennstrecke. Okay. And thanks for piping up back there. I mean it. The name's Terra. It's nice to meet you, Terra. What are you nuts running out onto the course like that? Yeah, that's against the rules. I'm sure you had your reasons, but I can't say that I approve either. Well, rules don't apply when you're up against the Unversed. Rules don't apply? You sound just like me. Look, it's Captain Dark. Disguised in shadows, oh God. No Gracer reigns. I am Captain Dark. And you must be the chump who made me miss a new track record. Hold on, how's come I don't know you? Somebody bringing in a ringer? Oh, I'm not even a racer. Must be downright temptatious to try and stop a primo racer like me from getting the record, but we all gotta play by the rules, rookie. Now, just a second. You're the no good cheater who's always breaking the rules. Well, I can't say racing interests me, but I need to defeat the Unversed. Tell me what I've got to do. Are you talking about all those carts that look like scary, ugly monsters? Well, we've only ever seen the monsters on the track. Genau. Gleich kommen sie jetzt hier über eine Stadt rum. You just need to enter the races. And while you're at it, take that Captain Dark down a notch or two. He's always breaking the rules and causing trouble. I have to become a racer? Now I'm sure I don't have to tell you. I know. I'll play by the rules. Oh. Yay! Terra's gonna be a new racer! Just come talk to me whenever you're ready. I'll get you signed up and everything. Okay, ich rede da mit Chap. Ja, bisher tauchen diese Viecher nur auf Rennstrecke auf, okay. Wer stand nicht Disney? Da steht es nicht. Wollte schon sagen, Disney Stadt. Okay. Wenn ihr 20 der Fahrt gefällt, könnt ihr mal ein Like, ein Abo und einen Kommentar hinterlassen, um den Kanal weiterzuhelfen. Das würde mich sehr freuen. Und ja, ich habe keine Kameras ausgerüstet, weil ich die frisch fusionieren wollte und dann ausrüsten wollte. Aber an sowas denke ich natürlich nicht. So, sollen wir erstmal neue Kommandos hier herzustellen, bevor wir irgendwas anderes machen. Schwert. Oh Mann. Heilkunde. Schwertfallserie, genau. Mir ist der Name nicht eingefallen, okay? Lasst mich. Na, Feuerschlag. Also gucken, ob wir was Neues hier erstellen können. Komm plus, yay. Oh. Ich muss mir ein neues Vita, glaube ich, herstellen. Ja, Eisklinge. Mein Gott, ich habe fast gar nichts. Vita, ich brauche Vita. Habe ich einen Leuchtkristall? Ich habe, glaube ich, gar nichts. Warum habe ich so wenig von allen? So, Heilkunst. Erstmal gucken. Ich schon wieder doppelte Sachen herstelle. Warte mal. So. Heilkunde, okay.
Und neue Angriffe. Dann alles doppelte, ne? Nein. Dann kommen wir Meister, Heilkunde, Heilkunst. Kombo Plus, weil ich so schnell wie möglich weg haben will, am besten. Stopp. Hammer Time. So, ach, ich weiß, was das wird. Vitalität. Was? Das überhaupt nicht das, was ich gedacht hätte, was es wird. Wer ist damit? Vitalität. Habe ich nicht schon Vitalität einmal? Verdammt. Mal ein paar Kristalle. Armin-Torpedos und Entflammen. Gar nicht mal so schlechte Fähigkeiten, finde ich. So, Vitalität haben wir schon mal, das ist nicht schlecht. Eisklinge. Sonst kann ich, glaube ich, nichts herstellen. Abschlussmeister, keine Ahnung. Wir schlag, den haben wir noch nicht. Mit der IT, das habe ich schon. Okay, wir lassen mal erstmal so. Wird schon so klappen irgendwie. Ich baue Kristalle jetzt. So, bisher wurden die Viecher nur auf der Rennstrecke gesehen. Ja, ganz genau. So sieht's auch aus hier. Auf Goldrausch, ja, ne, was für ein Abschlussdingen habe ich überhaupt? Boff. Ich muss mit dem trainieren, habe ich so das Gefühl. Lass mal kurz gucken. Abschlusskombo. Geld sammeln immer noch. Doch nee, Dinger auf. Nein, okay. Erstmal alles hier wieder absahen. Ist ja natürlich klar. Oh. Was Fatales. Ja, ich glaube immer noch mit dem ersten Schuss Schwert rum. Eine gibt mir zwar auch ein bisschen mehr Magie, aber ich benutze auch keine Magie, also ist halt nicht wichtig. Oh Gott. Nächster Level 1, ausgezeichnet. Rachestreich. Ach, da ist, wenn ich ja weggehauen werde, genau. Gott. Dings habe ich noch nicht, ne? Ja, Sportsfront habe ich noch nicht. Schon wieder ein bisschen her, seit ich gezockt habe, also tut mir leid. Ich glaube, so lange ist das gar nicht, ja. 3-4 Tage oder so. Mein Level up. Oh, Attacke gestiegen, ausgezeichnet. Was ist das? Ja, ich brauche wieder ein Blitzkommando gleich. Für den Gulli-Deckel. Oh, da ist er geplatzt. So, schon tot. Man seid jetzt zerbrechlich. Friss das. Wurf, ausgezeichnet. Wurf. Ah, schön. So, haben wir irgendwo... Ist ja noch irgendwas? Ja. Die Musik ist immer noch irgendwie... Weil da unten irgendwas, habe ich so ein Gefühl. Diamantenstaub. Da. Jetzt ist dieses Gemetzel bitte schon überlebt. Was aber Combo Plus gerade haben. So. Ich irgendwie so Eisrezepte, die ich abgeben kann. Nussige Nuss.
Gegner werden gar nichts. Wir sind auch nach der Story irgendwie eine Bitch zu finden, die Dinger. Buff. Ja, das Minispiel. Und ob wir uns hier kümmern. Warum kümmern wir uns erst ganz am Ende? Er hinterlässt auch Geld. Ja, ne. Ich könnte ja eigentlich Goldrausch einsetzen die ganze Zeit. So. So könnte ich Goldrausch hier hochleveln. Ja, wenn ich mich nicht irre, kriegt man da unten auch ein Blitzkommando. Ich brauchen werde für. Na, ist schon. Also immer ist da unten, weil ich mit Blitz füttern muss. Ich war auch schon in dem Blitzkommando-Stil. Ich glaube ja, ne? Ist ja schon. Ich war immer zu der Zeit, glaube ich. Dann ich auf den Dicken losgehen. Bin ich dick, ich bin nur aufgebläht. Wurf. Ja. Was hat? Was? Hey, ich habe mein Schwert noch nicht zurückbekommen. Durch die Wand geworfen, ey. Ich muss das doch noch wieder haben, hallo? Ja. Schon ihr Blitz. Komm nun mal her. Auf der Wende. Ah. So. Sag nicht, hier ist auch noch ein Blitz drin. Ja, boah. Wir sind so für den Fall, dass man es nicht gecheckt hat, dass man da Blitz einsetzen muss, geben wir euch zwei Blitze. Das ist halt respektlos. Ich mach Magias mit Terra. Ich habe jetzt ein paar Kristalle. Ich hoffe ja, ne? Ach, ich hab schon wieder vergessen. Jetzt so lange draufhauen. Ich habe nicht den Blitz hier. Will ich mich auf den Arm nehmen? Ah, warte. Ach, deswegen kriegt man jetzt zwei Blitze. Das ergibt alles einen Sinn. Ich treib's auf die Schippe und nimm drei Blitze. Gib mir Geld. Komm, schneller. So, ah, sehr gut. Oh. Dann nochmal Blitz eingesetzt. Hoa! Gib mir Geld. Jawohl, drei Taler. Hoa. Warum gibt man hier so wenig Geld, ehrlich? Ich nehme jetzt ja vollkommen andere Sachen, aber was soll's. Meine AP sind da ein bisschen untergegangen, aber was soll's? Jetzt bei Ventus und oh, hallo. Jetzt bei Ventus in Aqua nicht drauf geachtet, aber Terra hat voll die metallischen Schuhe. Also, dann habe ich nach dem Kampf gegen Break bekommen, glaube ich. Ich werde auch mal einsetzen. Oh, hi. Ja. Komm schon. Ich da einfach runterfallen lassen, ne? Wäre, glaube ich, einfacher. Und erstmal Pussys. Nein. Mhm. So, komm. Jetzt aber. Boah. Ha! Katakalustika!
Ja, hat man den Rhythmus gehört? Nee, ne? Ja. So. Da muss ich jetzt ein bisschen vorsichtiger sein. Boah. Das springt nämlich sehr niedrig. Doch mal knapp. Aua. Manöverformel, okay. Und trotzdem sowieso immer schwer. Ich habe fast keinen Charakter mit Aqua und Ventus. Ich offscreen jetzt ein bisschen auf Level hier für zukünftige Bosse. Ich habe mit noch keinen irgendwie so viele Dinger hier herstellen können. Da. Ja, ich glaube, ich habe schon alle Magie- und Angriffskommandos. Und sowohl Aqua als auch Ventus mittlerweile. Fehlen nur noch einige Multifokus-Kommandos und Kommandostile. Aber es läuft gut so auf Screen. Viele Bosse kommen ja eigentlich auch nicht, ne? Und es kommen noch sehr viele Bosse. So viele Kämpfe noch, so optionale, die man machen kann. Und dafür habe ich schon mal vorbereitet. Ich liebe diesen Stil. Einfach krass, wie viel Schaden man damit macht. Puff. Mit geschlossenen Augen, als würde das bereuen. Ich habe immer noch meinen Multifokus eingesetzt. Oh ja. Düster Hagel, yes. Spür die Dunkelheit. Natürlich, die meisten knallen da die ganze Zeit gegen die Wand. So. Jetzt sind die ja langsam aus. Na komm. Hoffentlich nur noch 60. Bitte 1300. Reicht doch bestimmt schon. Und schon Geld kriege ich hier noch zusammen. Ja, lass mich da hoch. Da hoch. Ich will noch nicht mal da unten das Geld einsammeln. Ich will einfach nach oben. Was bin ich hier schon? Mal, ich wollte da. So. Oben kriegt man bestimmt wieder Luftstaccato, ne? In der Mitte kriegt man Auszeit, das Ding da. Ich weiß übrigens noch immer nicht genau, was der genaue Mechanismus ist, wie man das Ding öffnet. Es ist nur einfach immer irgendwann offen. Oh, hier ist das Ding, ne? Ja. Luftstaccato, boah, wer hat das kommen gesehen? Ich. Wer noch kommen gesehen hat, bitte die Hand heben. Zum Glück kann ich hier mit Terra ein bisschen die Flugbahn beeinflussen. Da, hallo. Boah. Aber sieht ja schatzmäßig aus. Machen wir ein bisschen genauer, weil das hier nicht so lange dauert. Eine fehlt noch. Rachestreich, oh Gott, das ist irgendwo da unten dann. Ja, ich kann mir vorstellen, wo. Wohl zur Überraschung ausgezeichnet. Wir sind genau am Ausgang jetzt. Aber sagt mir, kann man nicht noch mal, da kann man noch mal hochleveln. Leck mich! Aber ich muss halt aus, dass man halt am allerlängsten dauert von allen Sachen. Weil blöd ist hier Taler zu sammeln. Entweder ist die Truhe jetzt hier direkt oder nein, ist nur Sticker. Da ist sie. Glücksklinge.
So, leiten das Ding, das hole ich mir jetzt nicht. Und der nächste. Okay. Allein komme ich nie im Leben lang. Obwohl, nö. Und dann können wir ja weitermachen direkt. Kein Kommando hier hochgelevelt. Ist euer Ernst? Komm. Ich muss nur einmal Schallschock einsetzen und dann bin ich im Ars Fatalis Stil ausgezeichnet. Ja, Schwertwurf, da ist noch vorgelevelt. So, da war Rachesturz, war Stoß. Du bist Ars Fatalis, ja. Mal sehen, wie du am Leben warst. Uff. So, Schwertwurf war voll. In Flammen. Ja, ein bisschen traurige Ausbeute für diese Welt, aber okay. So, jetzt kommen wir zum wahrscheinlich nervigsten Minispiel von allen. Mit nervig meine ich nicht, dass es... Ich dachte, ich soll mit Chip reden. Pff. Gerne rede ich mit dir halt. Mit nervigen meine ich jetzt nicht schwerstes oder so. Also nervig, das wäre dieses Eisbach-Dingen. Dieses Eisbach-Minispiel, weil das ist am allernervigsten von allen. Aber das hier ist... Werd schon sehen vielleicht. Wo die sind, kann ich... Doch, die sind da. Achte mal auf die beiden Enden. Ich weiß nicht, wer das ist. Tick oder Track. Aber ja. Zurück habe ich das schon ein bisschen offscreen gemacht mit allen Charakteren. Um mir ein Schlüsselschwert freizuschalten. Und das ist auch ein kleines Level, also kein Problem. Das ist eigentlich eine sehr billige Version von, weiß ich nicht, Mario Kart oder jeden anderen Fun Racer, den ihr kennt. Also macht das Spiel irgendwie nicht viel Sinn. Du kannst alle Abkürzungen fahren, du kannst jede Kurve perfekt fahren. Aus irgendeinem Grund holen die einen immer ein. Ja, wie schnell du fährst. Aus irgendeinem Grund. Selbst wenn du die ganze Zeit nur geradeaus fahren würdest, die sind die ganze Zeit immer direkt hinter einen und holen dann ein. Da, guckt euch das an. Guckt euch an, wie schnell die fahren. Da musst du ja immer irgendwelche blöden Sachen anhören, wenn die einen immer holen. Und zwar jedes einzelne Mal. Jedes Mal, wenn ein... Man kann zum Glück in der Mirage Arena, wo wir später irgendwann mal hingehen werden, auch einstellen, dass man nur gegen eine Person oder so fahren will. Und ja. Wenn einen diese Person immer überholt, dann muss man sich immer Sachen wie anhören. Und zwar jedes einzelne Mal. Und das finde ich so nervig, da macht mich so aggro. Ja, vielleicht machen wir eine Barriere. Aber ich kann so gut fahren, wie ich will. Aus irgendeinem Grund sind die immer direkt hinter mir. Da seht ihr. Ja, und der sagt halt jedes Mal. Da hat gehört, don't mind me, don't mind me, don't mind me. Ja, okay, das war... Und da war es schon. So. Ein bisschen unspektakulär dieses Minispiel, aber was soll's. Man versucht das mal irgendwie bei eine Strecke zu machen, die, weiß ich nicht, so 5 Minuten lang ist oder so. Das ist halt schon ein bisschen, ja, ätzend. Aber wir haben es geschafft, das war nicht lange und ja, wir sind schon fertig hier in Disney-Stadt. Schon direkt in die nächste Welt gehen, in der nächsten Folge. Hey. Oh, my coat must have sprung a spring. You yahoos just wait. Next time I'll clobber all of you. Yippee! I hope he's gone for good. Nobody's gonna vote for a weasel like you, Pete. Pete? Vote? What are you talking about?
chip means the Million Dreams Award. It's a very popular part of our Dream Festival. Everyone in town votes for who we think is the most exemplary citizen. And since everybody knows how much of a troublemaker Pete is, he probably figured wearing a disguise was the only way he'd get any votes. No votes, no prize. Yeah, the prize is all he really wants anyway. He doesn't care about being a good citizen. Oh, I think that's very sad. The award is supposed to help us appreciate how much we all look out for each other every day. Well, one thing I know for sure, I'm voting for Terra. Your racing really saved the day against those monster carts. Hip, hip, hooray, irgendwie nichts gemacht. Meine ganze Entführung hat nichts gemacht, ehrlich. Well, I got something out of it too. I learned that you don't always have to bend the rules to reach your goals. All this time, I've been staring into the darkness. But that doesn't mean I have to jump in. Ja, hoffentlich. Bisher war das ja nicht so ein großer Erfolg. Aber ich sag ja nichts. So, jetzt sehen wir die eine Szene jetzt zum dritten Mal. Nur mit Terra. Das ist übrigens die Szene, die sonst ich auch immer gesehen habe, als ich das erste Mal gespielt habe. Who do you think's gonna win this year's Million Dreams Award? Hurry, oh boy. I hope it's the guy. Weil ich immer Terra als letzten gespielt habe. Sure would be proud of us if we actually won. Yeah, and I bet Alcadonna would be pretty surprised too. Hello everyone, and thank you for waiting. Now it's time to begin the main event of our Dream Festival. The Million Dreams Award presentation. Just skip to the part where you say my name. This is a shoe-in. Was sind das für Klamotten? Very exciting. This year, we have multiple winners. The Million Dreams Award goes to Ventus, Aqua, and Terra. All three of you. Was? Wir haben alle schon den Preis angenommen. Wir haben drei Preise. Are they here now? What do you mean? No. There's gotta be a mistake. Everybody voted for Captain Justice. I made sure. Großer im Vergleich zu Mickey und Daisy ist. Mini und Daisy. No. Better try the other one. The Rogue Racer, Captain Dark. Pete, we counted the votes very carefully. Das ist wieder Minis böser Blick. Welcher die Herzen von Babys fressen könnte. But you were doing it for the wrong reasons and you went about it the wrong way. Still, a couple of citizens must have thought you had goodness in you because you actually got a few votes. They knew you were looking out for them. Big whoop. I don't need their lousy votes. Just cough up my prize. Pete! They voted for you because they believe in you and care about you. How could you look down on that? I've tried to forgive a lot of things you've done, but this is too much. Now you finally crossed the line. Like that matters to me. Besides, what are you gonna do about it? Huh. I'm gonna let you cool off for a while. Jetzt kommt wieder die Besenbrigade. Warum ist die Truhe denn noch verschlossen? Ich kann die Dinger nicht ernst nehmen, egal wie oft ich das sehe. Ernsthaft. Aber die kommen wie so Machos irgendwie so an. Die schaffen das auch noch. Ich werde eure Seele fressen. Aber warum sieht Minnie so furchteinflößend aus in dieser Cutscene? Perhaps
you would accept the award on their behalf. After all, you've been so kind to so many here at the Dream Festival. Ehrlich? So now, ich hab alles kaputt gehauen hier. I present the Million Dreams Award as a token of how much you matter to us. Congratulations! Yay! Heil me! And as an extra treat, we've created something special. An ice cream flavor just for you. Rockin' Crunch Ice Cream! Oh my, I wish I had my own ice cream flavor. Egal wie oft du das sagst, du wirst nicht dein eigenes Eis bekommen. Bitte tu mir nicht weh. Oh Gott. Irgendwie hatte ich in Erinnerung, dass er seinen seinen Mund irgendwie weiter aufmacht. This is fantastic. Oh, we're all very glad you're enjoying it. Ja, wieso finde ich das so witzig, mir Terra vorzustellen, wie ein Eis ist? Eis, ich werde dich jetzt essen. Weil wenn er so isst, wie er kämpft, dann... finde ich das so witzig. Naja, dann haben wir die Szene wieder. Sehen wir zum Glück zum letzten Mal. Really? Oh, then you can count on me. Just get me out of here, and you can tell me what to do. A very wise choice indeed. Ah, schön. Proceed. Ich gebe dir gleichzeitig auch noch ein paar geile Klamotten. With your help, soon every world in existence will all be mine. Ah, schön. Im dritten Mal die Szene gesehen, ist das nicht geil. Gut, aber damit hatten wir auch diesen Part hier zu Ende gebracht. Jetzt sind nur noch 3 Welten übrig, ne? Ich weiß, da gibt es viele Minispiele und so, die ich ausgehen alle machen werde. So, jetzt haben wir noch Arena Solims, tiefer Weltraum und Nimmerland. Gut. Ich würde sagen, das war's dann für diese Folge. Wenn euch der Part gefallen hat, könnt ihr ja ein Like, ein Abo oder einen Kommentar hinterlassen, um den Kanal weiterzuhelfen. Das würde mich allerliebst freuen. Und dann sage ich Tschüss. Hoffentlich sieht man uns in der nächsten Folge. Tschüss.